Herren, sind alle wohl auf? Werte Kollege, ihr seht nicht gut ja, aus. Das war nicht elegant. Ihr habt da noch einen Stein in der Stirn hängen. Tatsache. Ich fühl mal und bröckel da so einen Stein raus. Danke. Na gut, ich wende mich dann auch um. Euer Gnaden, wo seid ihr denn? Und laufe auf den Drachen zu. Ja, ich glaube Maßstab 1 zu 10, das wären also 29 Meter, keine 900 Meter. Das nur als wichtigen Fakt für euch. Die Karte ist 1 zu 10 geeicht. Ja. Könnt ihr auf ihn zueilen und seht dann, als ihr dann bei ihm ankommt, neben ihm auftaucht, wie er mit seinen blutbesudelten Fingern irgendwas rausholt, irgendwie kirschgroß. Und steckt er sich dann direkt in seine Ledertasche, ist also wohl gerade damit fertig geworden und zieht dann wieder seine Axt aus dem Hals des Drachen und blickt euch dann an. Nicht ich. Ihr seid es. Drückt Torgosch mal auf die Schulter. Egal was passiert, haltet euch am Riemen. Das Blut nicht an, vielleicht ist es infiziert. Euer Gnaden, wir haben noch euch gesucht. Wir haben euch leider vor dem Tore verloren. Sie kommen gleich. Ihr müsst mir helfen. Wer kommt? Sie, Phoboroch, seine Brut. Männer, zu den Waffen. Macht euch bereit, haltet die Augen offen. Und dann könnt ihr zwischen den hohen Gipfeln eine schwarz geflügelte Gestalt erkennen, die auf euch zukommt. Bemerkbar macht sie sich vor allem durch ein hohes Pfeifen in der Luft. Ein schwarzer Schatten. Ihr könnt erkennen, dass es sich dabei um einen gigantischen Drachen handelt. Schnitte in der Schuppenhaut, ein Auge ist herausgerissen und hängt gelblich modernd aus der Höhle heraus. Der aufgeblähte Kadaver mehr ja, als ein exischer Körper. Das Ganze irgendwie aufgeschwollen, aufgedunsen. Pfeifen, das ihr gehört habt, dringt wohl aus mehreren Löchern von Schwertern oder von Speeren, die vor vielen Jahren gerissen worden sind. Ein Teil der nassen, fleischigen Gedärme und Organe hängt aus dem aufgeplatzten Bauch heraus und trudeln ein bisschen im Flugwind hinterher. Und dann landet er ein paar Meter über euch auf einer Klippen. Ihr könnt den widerlichen Gestank riechen, den Gestank der Verwesung. Süßliches Gas, was er ausströmt aus den Rissen. Ihr könnt sogar sehen, wie ein paar fette, weiße Maden im Fleisch sitzen und sich dort winden. Der sieht definitiv krank aus. Deckung! Drache! Die Eindringlinge. Wir nehmen uns, was wir wollen. Und dann könnt ihr erkennen, wie wohl einige Gestalten von dem riesigen Drachen herabsteigen. Das erste, was ihr erkennen könnt, ist ein Ogre. Mehr ein Konstrukt aus mehreren Leibern zusammengenäht. Und weitere Kreaturen, die vom Rücken heruntersteigen, teilweise gewohnt, einige wohl noch in den Krallen gehalten. Abgesetzt. Schlittern sie mehr herunter, ebenso wie ihr eben heruntergeschlittert seid, allerdings von der anderen Seite, während Phoboroch sich wieder in die Lüfte erhebt. Bleib hier, du Mistvieh! Komm runter und kämpf! Drachen im offenen Feld! Keine gute Idee! Scheiße, ja, ihr habt recht! Fang an zu schießen, los! Schicksalshelden wegen nur ein Netz des Todes. Gut. Wir können gleich mal in die Initiative gehen. Die Wesen, was auch immer es ist, rutschen von hier aus runter. Ich werde die gleich noch ein bisschen kleiner machen und dann könnt ihr kämpfen. Gegen die erste Welle. Wie gesagt, wir gehen da auch auf Medium. Ich glaube, da seid ihr auch. Den Fleischgolem machen wir etwas größer. Sehen wir uns die Inima an, nicht? Machst du einen Initiativerat dahin? Muss gerade mal schauen, habe ich hier schon eins? Ich muss gerade eins holen, einen Moment. Könnt ihr da einmal eure Initiative eintragen? Ihr steht es uns zu, dass wir bereits bewaffnet sind. Wir hatten es ja angesagt. Ja. Gut. Ihr könnt dann jeweils eure Waffen ziehen. Und zusehen, wie die Kreaturen runterschlittern. Öffnen wir mal. Das ist nicht gut. So, so wie ihr jetzt steht, wollt ihr auch stehen bleiben? Isarun hinten, Iolaus hinten, wo ist Abelmir? Hier, am Baum.
dort. Da, okay, da bist du. Gut. Würde Igna noch zubrüllen: Benutzt die Armbrust! Dass er sich auch ein Stück irgendwie hier, keine Ahnung, unter dem Flügel Deckung gibt und dann mit der Armbrust schießt. Dann kannst du Igna führen und auf ihn aufpassen. Würfel mal, nimm mal die gleiche Initiative für Igna an. Ich schaue mir jetzt erstmal an, wie das mit Foboroch aussieht. Der wird natürlich erstmal weiter in den Lüften bleiben und noch nicht in den Kampf eingehen. Initiative 13. Ich möchte dann, glaube ich, gerne vorziehen. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ach so, okay. General Foboroch. Ah! Komm doch her. So, wir haben im Kampf eine verkrüppelte Norbadin zu erkennen, daran, dass sie wohl untot ist, aber die anrasierten Haare sprechen für sich. Eine alte Frau, die wohl auch ein bisschen zerrissen aussieht, den Fleischgolem könnt ihr natürlich erkennen, eine Moorleiche der Amazonen, einen Sehenden, der sich die Augen herausgestochen hat und ohne Augen kämpft, und ein kleines Mädchen mit zahlreichen, ja, blutbeschmierten Kleid, die wohl auch ähnlich stinkt wie die Moorleiche der Amazonen. So, ich würfel eine Initiative für die Untoten. Beziehungsweise es könnte sein, dass sich die Initiative nochmal ändert, dazu später mehr. Ich gucke gerade mal, Initiative 8 für die normalen. Plus 1 bis 6. Das sind 10. Abelia, Steuerung C, Steuerung V. Token markieren, Steuerung C und dann da, wo es genau mit Steuerung V. Gut. Ich kann das gleiche für Isarun wegen dem Initiative-Rat. Dann, wir sind in der Initiative und wir beginnen von unten nach oben. Das heißt, die 10 beginnt, alle anderen dürfen vorziehen. Möchte von den anderen jemand, ansonsten ziehe ich. Immer zieht vor. Okay. Immer klettert den Baum hoch. Klettert den Baum hoch. Brauche ich keine Kletternprobe, das dauert natürlich ein bisschen. Ich sag mal, eine Kampfrunde, du bist ein erfahrener Kletterer, eine Kampfrunde. Kein Patzer. Kein Patzer, gut. Das dauert also ein bisschen, bis er immer oben ist. Zumindest irgendwo da überhaupt deutlich über der Höhe, dass man in Greif- und Waffenreichweite ist. Nummer vorgezogen, dann die nächsten. Wie sieht dieser Sehende auch untot aus oder ist der noch am frischesten von denen? Da kannst du noch nichts zu sagen, zumindest nicht aus der Entfernung. Es sind aktuell noch 30 Meter. Du siehst zumindest, dass ihm die Augen fehlen. Also die Norbadin ist hundertprozentig untot. Beim alten Mütterchen, das könnte so sein. Bist du dir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Gut, ich würde gerne vorziehen. Okay. Und zwar möchte ich eine freie Aktion Jalan Torgasch und würde in deren Richtung laufen wollen. Dann lauf. Wie weit konnte ich? Dreifache Geschwindigkeit. Na. Also, wenn du über den Drachen drüber springen willst, dann will ich da auch Proben haben oder du läufst außen rum. Ich glaube auch noch. Dann tu das hier. Oder. Mit Spacebar kannst du abknicken. Genau, dann kannst du eben die Meter auch ordentlich berechnen. Drückst du einmal Leertaste und dann machst du da einen Punkt. Also, wenn du keine Rüstung hast, kannst du 240 laufen. Komm ich da an. Gut. Gut. Die nächsten. Will noch jemand oder kann ich vorziehen? Ich würde gerne noch vorziehen und dann anfangen zu zaubern, nämlich einen Armatrutz, der dauert 3 Aktionen. Mhm, Armatrutz, dann kannst du würfeln, erste und zweite Aktion sind durch, dann kannst du ihn auch schon mal würfeln. Normalerweise und ansagen, wie hoch. Ab der Hälfte und ansagen, wie hoch, genau, Zauberdauer hast du schon beachtet, hast nicht verkürzt oder sowas. Nö, genau, ganz normal. Irgendwie andere Modifikationen. Wie viel Armatrutzpunkte, also Rüstungspunkte? Ich würde mir gerne 3 zusätzliche Punkte geben. Mhm. Würfel ich mal. Viele von uns, die im Krieg fielen, wurden zurückgeholt zu dienen. Gelungen. Ja, und dann ruft Isarun Dolore Defender. Und eine schimmernde Rüstung beginnt sich um sie zu bilden. Gut.
dann haben wir den durch. Abel, mir dürfte vorziehen, wenn er mag. Ich würde ebenfalls einen Armatrutz wirken auf mich selber. Für 3 Rüstungsschutz heißt 9 ASP. Einen ganz normalen 0 auf 15. Mhm. Ist gezeichnet. Igna. Was tut Igna? Armbrust? Zielen. Zielen, gut. Dann darf jetzt Jalan als letztes. Ja, ich merke gerade, ich brauche länger als die andere Runde. Ich ziehe die Sehne an meinem Bogen zurück, nehme Ziel und nächste Runde wird dann geschossen. Gut, dann sind jetzt die Konstrukte dran. Ich bewege die einfach mal alle. Und zwar, lass mich noch kurz gucken auf die Geschwindigkeit. Ich ziehe sie erst einmal auf 24. Ah, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. GS5, dann kommen die nicht so weit. Hier standen sie, 5 mal 3. Sind 15. Ich ziehe sie nochmal auf 20. Hey. Zack. Dann sind sie gesprintet. Der Fleischgolem setzt zu einem Sturmangriff an. Gegen wahrscheinlich alle. Ich stehe vorne, das war der da vorne steht. Gut, dann alle durch. Nächste Kampfrunde, die zweite. Fleischgolem rennt weiter auf euch zu. Ich möchte natürlich gerne vorziehen. Ja. Erst einmal wird geschossen. Und zwar auf den Sehenden, auf den hatte ich angelegt. Ja. Der hat Größe auf jeden Fall schon mal erscheinen, das plus 2. Dann ist er jetzt von mir, 16 Schritt weit entfernt. Der Fleischkolben steht noch hinten. Der kann sich nicht bewegt haben. Jalan zieht Fleisch, er vor. Fleischkolben steht nachher. Das ist dann die plus 0. Ich möchte ihm gern nicht in den Kopf schießen, da habe ich die Ladezeit nicht für. Kriege ich eine Schwernis, weil er sich bewegt? Ja, er rennt auf dich zu. Das ist aber eine Bewegung eben auf dich zu. Da werde ich mir gerade mal... Ich glaube, das ist eine geringe Bewegung, ne? Ja, das ist plus minus 0 bei Geschwindigkeit 5. Ja. Nehmen wir hier Schnellbewegung, zieht so. Ist insgesamt erschienen die 4. Wie gesagt, ich kann leider keine Ansagen machen, denn mir reicht die Zeit nicht. Aber das ist nun mal so. Das ist dein Treffer. Getroffen. Schaden. Dann hast du hier, ja, warte, es kommen 2 Schaden oben drauf durch Reichweite. Hier. 8 in, sorry, mache ich 12 in den Schwertarm, denk an die gesenkte Wundschwelle. Dann möchte ich eine freie Aktion einen Schritt nach hinten tun. Das sind dann 10, richtig? Ja, 10. Seite freie Aktion, den Bogen fortwerfen. Ich gebe dem mal einen Bruchfaktor. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Matschboden einen brauche, aber schafft. Und mit meiner nächsten Aktion mein Schwert ziehen. Ja, klar brauchst du einen, weil nicht überall liegt Matsch. Kann ja auch sein, dass du auf Fels triffst und dementsprechend, ja, ist das natürlich wichtig. An Initiative steigen 2 Punkte. Dann bist du durch. Ja, ich möchte auch vorziehen. Ja. Und zwar ist mein Ziel immer noch zu Jalan und Horgosch zu kommen. Ja. Und es ist doch, glaube ich, mehr als ja, mindestens 2 Aktionen. Aber ich will mich dann so positionieren, dass ich hinter den beiden stehe und nächste Runde auf beide zaubern kann. Ja, das geht in 2 Aktionen. Genau, dann bist du durch. Ömer. Ja. Ömer kommt oben auf den Baum an. Achso, die Untote haben schon gehandelt? Nein. Ich habe nie was von vorziehen gesagt. Gut, dann mache ich weiter. Dann kommt der Fleisch. Kann ich noch vorziehen? Ja, klar. Ihr dürft alle vorziehen. Okay, noch. Ja, dann versuche ich mich vor Jala zu positionieren. Ja. Mein Almatrutz ist gleich erst durch, oder? Genau, in der dritten Aktion. Du darfst aber auch jetzt schon mal handeln, wie gesagt. Der kommt in der ersten Aktion, ist er fertig. Und dann hattest du noch eine zweite Aktion, die ist eigentlich 8 Initiative-Phasen später. Dann wärst du auf der 10. Damit wärst du als Spielercharakter immer noch vor dem Fleischgolem dran. Ja, das ist perfekt. Dann würde ich nämlich gern einen Blitz auf den schmeißen. Auf den Fleischgolem? Mhm. Ein Blitz hat welche Modifikationen? Ist das ein Einflusszauber? Ja, ist ein Einflusszauber. Ja, also geht gegen MR. Da müssten Untote aber immun gegen sein. Das gucken wir uns dann an, wenn der Blitz fertig ist. Na gut. Weil kann ja sein, dass ich das weiß. Kann ich Magiekunde mal schmeißen? Das ist, ja, Magiekunde plus 7 mit Spezialisierung Untote würde zählen. Ja, Spezialisierung Untote habe ich nicht. Dann ist aber es einfach ja, gewisse... mal plus 7. Okay.
Und da die Magiekundeprobe kostet dich auch eine Aktion. Dementsprechend wirst du erst in der nächsten Runde dann blitzen können. Das ist okay. Und du hast auch keine Ahnung, ob Untote immun gegen sowas sind oder nicht. Müsstest du dann herausfinden. Dann weitere Leute, die vorziehen wollen. Möchte Ignar jetzt schon schießen? Möchte er warten? Ja, der zielt nochmal. Ich weiß nämlich nicht, wie gut mit der Armbrust ist, aber vermutlich nicht allzu gut, weil er ein Träger ist. Genau, er ist kein Kämpfer, er ist nur ein Träger, ein Söldnerzwerg. Gut, dann kommt der Fleischgolem jetzt angerannt und du stehst vorne, dann möchte er jetzt dich treffen. So. Ja, gegenhalten. Das ist ein Homunkuli. Ich guck gerade mal, wie hoch besondere Kampfregeln niederwerfen. Zusätzliches Gliederpaar, das ist alles egal. Prügelknabe, stimmiges Konstrukt. Der hat eine Attacke von gar nicht so viel. 6. Mit oder ohne der Erschwernis vom, vom Sturmangriff? Er läuft auf ihn zu und schlägt dann. Das ist kein, kein regeltechnischer Sturmangriff. Dann, wenn er keine andere Aktion in die Runde hat, kann er es diese Runde regeltechnisch nicht, weil er ja zwei Aktionen laufen muss. Das ist richtig. Hast recht. Ah. Ja, also er macht dann den Sturmangriff, wie gesagt, und bleibt dann vor dir stehen, schlägt mit seinem Paar, mit seinem, ja, mit seinen Fäusten über dich. Du dürftest, weil die, weil der Sturmangriff nicht geklappt hat, dürftest du natürlich dann auch einen Passierschlag machen. Und dir die Distanzklasse aussuchen. Das geht ja, dann sowieso dazu. Dann gehe ich natürlich auf S und dann versuche ich mal einen Passierschlag. Um wie viel waren nochmal? Um 4, ne? Oder um 8, wenn der Aufmerksamkeit hat. Nee, hat er nicht. Aufmerksamkeit hat er nicht. Braucht er nicht. Du kriegst die, dann Inni, den Inni-Modifikator deiner Waffe als Erleichterung. Oder Erschwernis, wenn du einen hast. Ja, nee, das ist 0. Ja, 7 Schaden wird ihn vermutlich nicht jucken. Du merkst auch, dass er wohl einen Rüstungsschutz hat, einen natürlichen gegebenen. Du piekst durch die ledrige, durch das ledrige Fleisch hindurch und merkst, dass du erst auf Widerstand stößt und danach ist es so viel zu einfach, wenn du dann die Bauchdecke aufreißt und dann merkst, wie du wohl in ja, fast wässriges Fleisch stößt. Du hast 7 minus den Rüstungsschutz von 3 sind immer noch 4 Schadenspunkte. 93 minus 4 sind 89. Yay. Gut, die anderen Untoten bleiben, oder die anderen Leute bleiben erstmal stehen. Der Seher wurde getroffen. Der darf, ja gut, die Selbstbeherrschungsprobe ist gar nicht so schwer. Ich würfel sie trotzdem einfach mal. Erstmal plus 4. Sieht immer gut aus. Ja, ich wollte gerade sagen. Der bleibt stehen mit einem Pfeil. Wo hattest du geworfen? Schwertarm. Schwertarm. Mhm. Bleibt stehen, möchte wohl irgendwas da murmeln, zaubern. Könnte sein. Die Norbaden läuft auch weiter auf euch zu. Kommt aber noch nicht an. Ich ziehe sie einfach mal hier hin. Das alte Mütterchen bleibt stehen und holt einen Dolch heraus, schneidet die kleine Selinde. Warum auch immer sie das tut. Und die Amazone läuft auch weiter. Ich guck gerade mal. Irma ist noch versteckt. Die Amazone läuft hier hin. Gut, das waren meine Aktionen. Das Fleischkonstrukt ist fertig. Ignar wollte zielen. Torgosch. Du hast einen, ja. Eine freie Aktion benutzt, du darfst aber trotzdem weiter. Ich versuche mal einen gezielten Stich gegen das böse Konstrukt vor mir. Ja. Gezielter Stich ist erschwert um 3 halbe, sind 2. Ja, dann passt es das trotzdem noch. Ich wusste nicht, wie viel Rüstung das Ding hat. Mhm. Achso, ja, ich weiß gar nicht, kann das noch parieren? Muss es nicht, das... Die Untoten müssen nicht parieren, die haben keinen Überlebenswillen, die wandeln immer um und schlagen zu. Aber dadurch, dass er Sturmangriff hat, hat er sowieso keine Aktion mehr. Also wenn du triffst, darfst du oder dürft ihr alle generell immer Schaden machen. Ja, 6 Schaden, aber natürlicher Rüstungsschutz zählt ja weiter. Also ich weiß nicht, wenn das natürlicher ist, zählt er. Nee, ja. Du hast einen gezielten Stich gemacht, dann zählt er nicht.
dachte, gegen natürlich Rüstungsschutz hilft ja nicht. Doch, du hast durch die natürliche Rüstung, hast du durchgestochen. Achso. Kann sein, dass du vielleicht keine Wunden machst, oder dass wir vielleicht keine Wunden kriegen, aber es kann auf jeden Fall, du kannst auf jeden Fall mit dem Rüstungsschutz umstechen. Ja, ein Golem oder ganz generell Untote haben keinen Wundschmerz. Das ist, wie gesagt, auch ein Grund. Man kann den Arm abschlagen, die werden trotzdem weiterkämpfen. So, wir machen weiter. Ignas durch, Torgosch ist durch, Abelmir. Ich habe in die Phase 8 angekommen und kann mich in einer Aktion bewegen. Ja. Rennen kann ich ja auch mit doppelter Geschwindigkeit. Nee, du kannst nicht. Eine Aktion ist nur Geschwindigkeit in Metern. Genau. Dann bin ich etwa hier angekommen. Du kannst noch theoretisch deine zwei freien Aktionen aufgeben für noch zwei einzelne Schritte. Das ist dann der Pro-Tipp, genau. Ansonsten, wenn du rennen willst oder wenn du sprinten willst, dann brauchst du zwei freie Aktionen für Geschwindigkeit mal drei. Die habe ich nicht. Hatte genau. Für den Armatrutz drei richtig, gebraucht. Richtig. So, dann ist Abelmir durch. Jalan. Ja. Kämpft jetzt mit drei Aktionen. Hatte der Angriff von Torgosch irgendeine Wirkung? Also eine messbare. Ja, du merkst wohl, wie auch der Fleischgolem jetzt anfängt zu pfeifen, während er aufgeschnitten wird. Machen wir das ganz einfach, ich mache einen Sturmangriff auf die Norbaden. Auf die Norbaden? In Norbaden? Ja. Nein, 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 ich will nicht mehr. Sturmangriff? Ja, sie kämpft auf P. Und kann sie kämpft auf P? Oh ja, okay, ja. Okay, sie könnte dich gegenhalten, aber sie hat natürlich schon vorgezogen und dann musst du einfach handeln. Das ist das Problem. Ja, ich hätte dann jedenfalls gerne noch eine, sagen wir, Zweier, sagen wir eine Vierer-Ansage zur Schadenserhöhung. Ja. Sturmangriff ist erstmal eine plus 4 und nochmal eine plus 4 ist eine plus 8. Mhm. Was ist mit deinem Waffenmeister? Gibt mir da nichts. Gibt mir nichts, okay. Und ich würfel einfach mal und wenn sie irgendwie verteidigen will, kann sie sich das dann nicht. Sie verteidigt nicht. Dann wird sie getroffen. Wir rauschen auf Distanzklasse, ich gebe es auf die N. Und machen wir kurz Schaden. Das ist dann, meine Geschwindigkeit ist 4. Halbieren wir das auf 2 plus 8, das ist insgesamt aus der Ansage, also plus 10. Mhm. Jetzt der Schaden, das ist gut gewürfelt, das sind 24 in Schildarm. Nur. Ja. Wie gesagt, macht keine Wunden. 24, das könnte sie aber sogar einen Arm kosten. Naja, passt. Ist immun gegen Wunden. Schreckgeheul macht sie nicht. Dann ist Jalan durch. Abelmir. Ach nee, gar nicht. Du hast einen Sturmangriff gemacht, hast du gesagt. Also ich habe noch eine Aktion, aber die kommt ja erst in Nacht in die Phasen. Ja, kannst du halt machen, weil die sind durch. Sie ist ja gelaufen. Gut, dann hätte ich doch ganz gern noch einen 8er Wortschlag. Weil. Achso, ich muss ja umwandeln und machen also 4er Wortschlag draus. So. Kriegt sie, hat sie, ist drin. Mach mal Schaden mit, haben wir 18. Kommen in das rechte Bein und damit bin ich durch. Ja, das reicht auch. Dann kannst du beschreiben, wie der starke Zombie von dir gefehlt wird. Und ja, dann rennt auf die rutzelige Frauengestalt zu. Die lange Sense oder was auch immer sie da in der Hand hat, wedelt irgendwie, während sie noch am Feuer zumpeln ist, ineffektiv in der Höhe herum. Rammt ihr das Schwert einmal in die Schulter, zieht es wieder heraus, erwartet eigentlich, dass er dadurch zusammenkippt. Wenn das nicht passiert, hebt er einfach nochmal an und hackt noch zwei, dreimal relativ ungezielt einfach auf den Frauenkörper ein, bis er dann wirklich sich sicher ist, dass es hier keine Bewegung mehr gibt. So, Jan ist durch, Arme, mir ist gelaufen, Ömer. Eine Aktion Orientierung, meine Initiative steigt auf 23. Eine Aktion Bogen ziehen, denn den hatte ich beim Klettern nicht in der Hand. Sehr gut, danke fürs Aufpassen. Iolaus. Ja, ich bin ja schon gerannt, aber ich würde gerne meine zwei freien Aktionen benutzen und dann ein, zwei Schritte hinterhergehen. Zwei Stück. Dann möchte ich meine zwei freien Aktionen benutzen und zwei Schritte wieder zurückgehen. Sicher, dass du noch welche hast? Ja, müsste eigentlich. Natürlich. Ich habe meine normale Aktion für den Sturmangriff am Raten, aber nicht ja, die. Stimmt, ja, ist richtig. So, dann ist Isarun. Du hattest eine Aktion für den Zauber. Nee, gar nicht. Du hattest, genau, nee, gar nicht, gar nicht. Du hattest Magieresistenz gewürfelt. Du weißt nicht, ob du Zombies mit einem Blitz beeinflussen kannst. Genau, dann habe ich jetzt noch ein bisschen freie Aktion. Ich würde mich gerne auf den Weg machen, die Amazone abzufangen und da meine Schrittchen drauf zu gehen. Da hast du, wie gesagt, noch zwei Aktionen, ne? Das ist eine neue Kampfrunde. Du hattest in der letzten Mal das gezogen. Stimmt, ich hatte ja schon den. Ja gut, ich hatte ja schon den Blitz angesagt, deswegen zauber ich den jetzt mal und guck mal, ob der durchkommt. Oh,
Und dann ruft sie Oculis Orbatusis. So. Guck mal, ob der durchkommt. Ja, das ist ein Untoter und Untote dürften meines Wissens immun gegen Beeinflussungszauber sein. Korrekt? Ich glaube, wir haben das zu einer Resistenz abgeändert in allen Sachen, wenn du das nicht laut Hausregeln. Ach, richtig, genau. Jetzt, laut aber das heißt, du reduzierst den Wert, den er an Sternchen hat, um die Hälfte und dann ziehst du dir die DKMR des Untoten davon ab. Richtig. Dann schauen wir nach, ob das übrig ist. Stimmt, das war eine Hausregel, die Valgard noch aus der. Also die MR ist 7. Wir ziehen jetzt erst einmal die Hälfte ab. Von den 16 bleiben 8. Sind wir 8. Und dann die Magieresistenz bleibt ein Sternchen, damit ist er durchgekommen. Du drückst gegen einen gewaltigen Widerstand im Kopf. Du merkst wohl, wie du ganz kurz in Wahrung bist, in einem der Beschwörerkreise von Karasuk. Merkst du wohl, wie du gegen die Barriere eines Beschwörers gegendrückst und überwindest sie dann mit einer gigantischen Welle aus Blitz und Feuer und bist dann in der Moorleiche drin. Achso, ich habe ja aber angesagt, dass ich die gegen den Fleischgolem. Ach, Entschuldigung. Ich dachte, du wolltest dich in Richtung der Amazone bewegen. Das hat ja, das tue ich auch, genau. Gegen den Fleischgolem, gegen den Homunkuli. Moment, Golems. Du hast dich aber noch nicht bewegt, ne? Das war jetzt absichtlich, dass du deinen Token noch nicht bewegt hast, ne? Ja, ganz genau. Ach so, okay, wenn du den gegen den Homunkuli, dann ist die MR 15 und dann hat das nichts geholfen. Alles klärchen. Ja, du drückst gegen und merkst, dass nichts passiert, obwohl dein Zauber geklappt hat. Du siehst trotzdem den Beschwörer, der irgendwo in Karasuk steht und lacht. Finster lacht. Gut, dann werde ich noch ein bisschen gehen. Iolaus. Ja, diese Runde habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Dann ist die nächste Kampfrunde. Die dritte. Da möchte ich vorziehen. Dann zieh vor. Ich leg Jana eine Hand auf den Rücken, ich leg Torgosch eine Hand auf den Rücken, ich möchte zweimal Sensatako sprechen. Aus meinem Stab. Aus deinem Stab. Also der macht das nacheinander, nicht, dass er uns gleichzeitig auf den Rücken legt und den Stab fallen lässt. Ja, also ich pack Jana an, zack, Zauber, ich pack Torgosch an, zack, Zauber. Ja, kostet eine Aktion, um einen Zauber aus deinem Stab auszulösen. Zwei Aktionen hast du, würde reichen. Dann kann das und schweift die Zeit davon. Er sagt, die Jungsprobe hat geklappt. Und die zweite auch. Tada, ihr habt beide einen Sensataco. Gut. Wie viel? Ihr krittet jetzt auf die 3 und das Ding geht 25 Runden. Danke. So, Fleischgolem, darf der jetzt oder wollt ihr weiter vorziehen? Natürlich will ich weiter vorziehen. Dann zu. Ich orientiere mich erstmal. Meine Ini steigt auf 20. Ja, 20.